Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch einen Tipp geben, der mein Leben total bereichert hat. Und zwar möchte ich in diesem Video über das Thema der kurzen Pause oder der Mini-Pause sprechen, die ja ein sehr, sehr wirksames Mittel ist in der körperorientierten Traumaheilung, aber natürlich auch überall in unserem Privat- oder Berufsleben oder wo wir mit uns selbst beschäftigt sind oder mit anderen Menschen zusammenkommen. Und ich habe das gemerkt, als ich in einer Ausbildung war, wo es eben um körperorientierte Traumaheilung ging und wo wir dann manchmal in sehr herausfordernden Themen auch waren. Und eine andere Teilnehmerin hat sich dann immer wieder gemeldet und so in regelmäßigen Abständen, so alle Dreiviertelstunde, Stunde hat sie sich gemeldet und gefragt, können wir eine kurze Pause machen? Und am Anfang hat mich das total genervt. Was meldet die sich jetzt? Warum eine Pause? Was? Wir sind doch mittendrin gerade. Es ist super spannend. Lass uns weitermachen. Und die Kursleiterin hat dann immer sich einfach erstmal zurückgelehnt, ist darauf eingegangen und wir haben uns alle dann, alle Teilnehmer haben sich kurz zurückgelehnt, manche haben kurz die Augen zugemacht, ihre Schreibsachen weggelegt und vielleicht ein bisschen den Atem fließen lassen und es ging so eine Welle von etwas durch die ganze Gruppe, eine Welle von, man könnte sagen, Re-Regulation, alle, sage ich mal, vielleicht auch angespannten, aufgestauten Energien, alles konnte für einen Moment sinken. Und ich hatte dann, nachdem ich mich erstmal kräftig geärgert habe über jede Pause, festgestellt, dass mir diese Pausen gut tun. Wunder über Wunder. Manchmal braucht man andere Menschen, die einem etwas zeigen, was man selber sonst gar nicht hätte annehmen können, wo man selbst zu stur ist oder zu verbohrt. Ich habe gemerkt, dass es mir super schwer gefallen ist, diese Pausen dann für mich selbst auch mal zu machen. Und es war am Anfang wirklich schön für mich, immer wieder Menschen um mich herum zu haben, ob das dann ein Coach ist oder ein liebevolles Gegenüber oder andere bewusste Menschen, mein Ehemann zum Beispiel, die dann sagen, erstmal langsam, erstmal eine Pause machen, eine kurze Pause. Mir hat es geholfen, dass der Impuls erstmal von außen kam und ich dachte mir dann so, wenn wir das in der Kindheit lernen, wenn unsere Eltern uns immer wieder einladen würden, komm, wir warten einen Moment, bevor wir ins Auto steigen und losfahren oder wir warten einen Moment vor dem Essen, wir halten einen Moment inne, wir lassen uns sinken, wir kommen raus aus dem, was gerade war und kommen mehr in die Ruhe. Wenn man das von Anfang an lernt, dann wird das, glaube ich, so selbstverständlich, dass man das gar nicht unbedingt mehr lernen muss. Aber wenn du, wie ich, vielleicht eher in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo es teilweise ziemlich heftig zur Sache ging und wo man vielleicht dann auch in der Schule oder so gelernt hat, du musst einfach machen, 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 machen. Und die Pause in der Schule ist nicht unbedingt eine Pause, sondern mehr so eine Art, okay, jetzt räume ich meine Sachen weg von der Stunde A und räume meine Sachen heraus für die Stunde B. Und schnell, schnell, schnell alles machen, was in der Pause zu machen ist. Und dann geht es ja auch schon weiter. Und diese Pause im Tun, diese Pause, dieses Innehalten im Tun, lädt unser Nervensystem dazu ein, von dieser aktiven Welle einen Moment ein klein bisschen runter zu sinken in den parasympathischen Bereich. Und wenn wir die Pause kurz halten, dann ist es für viele von uns vielleicht auch nicht mehr so bedrohlich. Ja, weil wenn du mittendrin bist, du bist in der Hausarbeit oder mittendrin in einem großen Projekt oder du bist mitten in einem Gespräch, dann sind wir manchmal so drin in Sachen, dass wir uns nicht vorstellen können, jetzt eine lange Pause zu machen. Aber eine
kurze Pause, eine Mini-Pause ist manchmal möglich. Eine Mini-Pause, das kann eine Pause von ein paar Atemzügen sein, ein paar ruhige Atemzüge. Mini-Pause kann sein, während du ein Glas Wasser nimmst und in Ruhe ein paar Schlucke Wasser trinkst und das Glas dann wieder ruhig abstellst. Diese Phase, bevor du was sagst zu deinem Gegenüber, das kann dir eine Mini-Pause bescheren. Oder Moment, ich stehe mal kurz auf und lass frische Luft rein. Ich stehe auf, lauf zum Fenster, mach das Fenster auf. Ah, frische Luft, ein paar Mal tief durchatmen, Fenster wieder zu, setz mich wieder hin. Solche kleinen Dinge können am Anfang hilfreich sein, in diese Mini-Pause reinzukommen, wenn es dir schwerfällt. Ja, für viele von uns, wo der Weg in die Ruhe in der frühen Kindheit nicht liebevoll begleitet wurde, da ist es so ein bisschen, als würde man ganz oben an der Decke hängen und jetzt sagt jemand zu dir, lass dich fallen, lass dich fallen. Und du weißt, da ist aber nichts, da fängt mich nichts auf. Ah. Und Mini-Pausen können auch sein, dass du für dich, während du in einem Kurs bist, wo es jetzt vielleicht nicht möglich ist, um eine Pause zu bitten, dass du für einen Moment dir erlaubst, die Augen zu schließen, innerlich abzuschweifen, ganz bewusst du vielleicht was anderes fühlst, den Boden unter dir, den Stuhl, auf dem du sitzt, so die direkte körperliche Wahrnehmung. Das ist auch eine wunderschöne Übung für diese Art von Pause. Und wenn du magst, gerade jetzt da, wo wir jetzt gerade sind, da wo du gerade bist in deinem Tagesablauf, wenn du magst, probier mal, ob wir jetzt gemeinsam einfach einen Moment der Pause reinfinden können. Ich höre nicht ganz auf zu sprechen, ich lasse dich nicht ganz alleine, aber ich lade dich ein, einfach für einen Moment diese kleine Pause zu spüren, in diese Pausenenergie reinzusinken und dem Körper zu erlauben, zu merken, es muss nicht immer weiter, weiter, weiter gehen, sondern es kann zwischendurch kleine Wellen von Pause, von Ruhe geben. Vielleicht nutzt du die Pause, um dich im Raum, um dich herum umzuschauen, nicht nur auf den Bildschirm zu schauen, sondern zu gucken, wo bin ich denn eigentlich gerade? Und was ich feststelle energetisch, ist, während so einer Pause gibt es einen Moment von Chaos, wie so ein Moment von energetischem Wirbel. Und wenn wir ein klein bisschen tiefer reinsinken in die Pause, ordnet sich alles wieder neu. Ja, wie wenn man da oben in der Aktivität geordnet war, dann macht man eine Pause, dann gibt es ein bisschen Geschlinger und dann, es ordnet sich alles wieder in dieser eher ruhigeren Ebene. Und dann können wir weitermachen und gucken, oh, habe ich jetzt vielleicht einen frischeren Blick? Habe ich mehr Raum, mehr Weite, mehr Kapazität? Und diese Mini-Pause inzwischen, ich muss dann schmunzeln, weil ich am Anfang mit so viel Widerstand darauf reagiert habe und inzwischen ist das auch Teil von meiner Arbeit geworden. Also wenn ich jetzt Kurse gebe, wenn ich Ausbildungen leite, dann manchmal fordern meine Assistentinnen danach und sagen, hey Lea, Mini-Pause. Manchmal fällt es mir selbst auf und dann merke ich immer, wenn es mir auffällt, dass eine Pause dran ist, dann bin ich ganz sehr achtsam und habe sehr viel Kapazität. Wenn ich an meine Grenzen komme, dann fange ich auch an, das nicht mehr so zu fühlen. Dann bin ich immer ganz froh, wenn jemand von den Teilnehmern oder eben meine Helfer mich daran erinnern, klopf, 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 kleine Pause gefällig. Und es gibt dann immer noch manchmal in mir diesen Moment von, doch nicht jetzt, das ist gerade alles so wichtig oder dieses Verbissene, was man manchmal hat. Und dann diese Übung immer wieder und wieder für einen Moment zurücksinken lassen. Und dem Nervensystem geben wir in dem Moment auch Zeit, ja, und Raum zu erkennen, ist das, wo ich heute gerade bin, eine traumatische Situation. Weil ihr wisst es vielleicht, wenn wir früher
viel in schlimmen Situationen waren oder sehr viel uns belastet hat, dann kann es sein, dass unser Nervensystem automatisch davon ausgeht, alles ist immer schlimm, alles ist immer dramatisch, alles ist immer, ach du lieber Himmel. Und es ist hilfreich, wenn wir dem Nervensystem dann ganz bewusst einen Moment Pause geben, weil das ist was, was in traumatischen Erfahrungen nicht vorkommt. Ja, traumatische Erfahrungen haben oft die Qualität von alles kommt rasend schnell und es ist viel zu viel und es bleibt dann da und es ist vielleicht, wenn wir es in der frühen Kindheit erlebt haben, es ist unendlich, ohne Unterlass. Und jetzt, wenn wir eine Pause machen, dann gibt es etwas in uns, was registriert, Moment mal, ah, ich bin nicht mehr in dieser Kindheit, wo ich ununterbrochen in derselben Umgebung war oder in diesem schlimmen Moment in der Vergangenheit, wo es einfach keine Pause gab, keine Möglichkeit, mich abzuwenden oder da Abstand zu nehmen. Jetzt gibt es eine Pause. Und ich mache diese Pause auch, wenn ich Bewegungsübungen mache, wenn ich meditiere oder Heilarbeit mache oder eben praktische Dinge, vielleicht sogar beim Spaziergang. Früher bin ich eher immer einfach so durchgerast. Und jetzt, mein Hund, unser Hund erinnert mich dann manchmal dran, der bleibt dann irgendwo stehen und schnüffelt. Und früher hätte ich immer gedacht, nein, nein, ich muss weiter, weiter. Und jetzt denke ich, ah, schnüffel du und ich mache eine kurze Pause und bleib hier stehen und lass alles ein bisschen sacken und schaue mich um und schnuppe ein bisschen, wie riecht der Wald, was nehme ich wahr, welche Dinge höre ich und dann merke ich, dass ich ganz anders wahrnehmen, weitergehen kann. Ja, ihr Lieben, das war mein Tipp. Ein ganz kleiner Tipp, der aber mein Leben und Arbeiten und Unterrichten und eigenes Lernen total verändert hat. Und wenn du magst, kannst du mal ausprobieren. Du kannst es üben für dich selbst, mit Freunden, in der Familie, mit Kindern. Komm, wir machen eine Mini-Pause und wir gewöhnen uns das an, eine Mini-Pause von ein paar Atemzügen, einen winzigen Moment runtersinken und das wird allen gut tun. Und ja, genau. Dann freue ich mich, dass du dabei warst. Wenn dir das Video was gebracht hat, denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben. Lass gerne einen Kommentar da, wenn du magst. Alles Liebe für dich und bis dann.